Ja, willkommen bei Super Schach. Ich möchte heute wieder etwas präsentieren zum Gebiet Gewinnen gegen Gammeleröffnung. Und heute soll es gehen um das Albins Gegengambit. Das entsteht nach D4, D5, C4, E5. Das Albins Gegengambit ist so an der Grenze zur Gammeleröffnung. Und zwar ist es gegen unvorbereitete Gegner durchaus gefährlich. Ich würde es allerdings gegen Leute, die sich darauf vorbereitet haben, nicht empfehlen. Und die Variante, die ich dagegen empfehle, die empfiehlt auch Jan Gustafsson und die möchte ich euch hier vorstellen. Also es geht weiter mit D schlicht E5, D4, Springer F3, Springer C6 und hier gibt es jetzt drei Hauptzüge, G3, A3 und Springer BD2 und mir gefällt tatsächlich Springer BD2 am besten. Und zwar ist die Begründung, dass gegen A3 und G3 jeweils Springer GE7 relativ gut funktioniert, gegen Springer BD2 allerdings nicht. Warum das so ist, möchte ich euch jetzt hier zeigen. Also ich fange mit Springer GE7 an. Und hier ist jetzt konkret folgende Variante einfach etwas besser für Weiß. Springer B3 direkt. So, jetzt ist der D4 bedroht. Schwarz muss Springer F5 ziehen. Und jetzt geht E4 direkt. Na, hängt der Springer auf F5 und bleibt nichts anderes übrig, als D schlicht E3 zu machen. Jetzt kommt Dame schlicht D8 Schach. Und im Prinzip kann er jetzt wieder nehmen mit dem König oder mit dem Springer, das ist eigentlich ziemlich egal. Springer schlicht D8, F schlicht E3, Läufer B4 Schach und jetzt einfach König F2. Und Weiß hat jetzt hier zwar einen Doppelbauern auf der E-Linie, aber kontrolliert auch viele wichtige Felder. Insbesondere das Feld D4 durch den Springer ist ganz gut und Schwarz wird es nicht schaffen, diesen Bauern zurückzugewinnen. Es ist zwar kein ganzer Mehrbauer, aber auf der anderen Seite sind wir jetzt schon im Endspiel. Und Weiß kommt zu einer vernünftigen Figurenentwicklung. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal die nächsten Züge, die laut Engine mit am besten sind. Springer E6, Blockadefeld, Läufer D3, Springer C5, Springer schlicht C5, Läufer schlicht C5, A3, A5, jetzt B3. Und wie gesagt, Weiß hat hier einen Mehrbauern, er kann Läufer E4 spielen, er kann jetzt irgendwann Turm E1 spielen, Läufer B2. Und hier gibt es im Prinzip nur zwei Ergebnisse. Entweder gewinnt Weiß oder das Ganze geht Remis aus. Das finde ich für Schwarz relativ wenig erquicklich. Nehmen wir nochmal ein paar Züge zurück. Was kann Schwarz hier noch machen? Läufer G4. Auch das ist ein Zug, der nach G3 durchaus ganz sinnvoll ist. Hier ist allerdings H3 ziemlich nervig für Schwarz. Der Läufer hängt und er hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Läufer schlicht F3 oder Läufer H5. Fangen wir mit Läufer F3 mal an. Das ist im Prinzip natürlich schon ein Zug, den ich nicht gerne machen würde. Springer schlicht F3 kommt und ja, Schwarz hat jetzt sein Läuferpaar aufgegeben. Ich habe nach wie vor Druck auf den Bauern D4. Läufer B4 ist wohl am besten. Läufer D2 und jetzt Dame E7. Und ja, Schwarz kriegt vielleicht diesen Bauern wieder, aber guckt euch die entstandene Stellung danach an. Ja, G3 ist wohl am besten. Lange Rochade, Läufer G2. Springer schlägt E5. Einfach wegrochieren. Springer F3, Läufer F3, Läufer D2, Dame D2. Ja, Schwarz hat jetzt den Bauern wiederbekommen, aber der Läufer F3 ist einfach bullig stark. Der König auf C8 steht unsicher, während der weiße König total sicher steht. Der Läufer ist einfach besser als der Springer und auch der Bauer D4 neigt auf Dauer zur Schwäche, ne? Und nach Springer F6, Dame F4 steht Weiß einfach risikolos etwas besser. Auch das ist eine Stellung, die ich mit Schwarz nicht unbedingt spielen wollen würde. Wobei mir die Stellung noch besser gefällt als die Stellung, die wir eben hatten nach Springer GE7. So, noch schlechter für Schwarz finde ich hier Läufer H5. Es ist im Prinzip natürlich erstrebenswert, möglichst viele Figuren auf dem Brett zu behalten, aber nach dem ganz einfachen Zug G3 steht Weiß einfach besser. Jetzt steht der Läufer auf H5 ziemlich doof und Weiß kann sich jetzt einfach mit Läufer G2 und kurz Rochade weiterentwickeln. Hier steht Weiß laut Engine schon deutlich besser. Okay, und die letzte Variante ist Läufer E6. So eine Art halber Abwartezug. Mal gucken, was Weiß macht. Weiß kann jetzt nicht unbedingt sofort Springer B3 machen, weil der C4 hängt. Aber einfach A3, was man ja sowieso gerne im Albins Gegengambit macht. Springer G7 und jetzt erst Springer B3. Das scheint mir ganz gut zu sein für Weiß. Springer F5, ne? Schwarz muss den Bauern D4 decken. Und jetzt einfach Dame D3. Ne? Die Dame ist zwar prinzipiell kein guter Blockadeur, aber die steht da auch sicher im Weg. Keine schwarze Figur kann sie angreifen. Der C4 ist gedeckt, der D4 wird angegriffen. Und jetzt kann sich Weiß im Prinzip einfach weiterentwickeln. A5 zum Beispiel.
Läufer F4, A4, Springer BD2, Läufer C5. Jetzt kann Weiß sich mit G3, Läufer G2 einfach weiterentwickeln. Schwarz hat ein bisschen Kompensation, aber die sollte nicht ausreichend sein. Auch die Stellung ist für Weiß etwas besser. Also, nochmal zurück. Ich empfehle hier den Zug Springer BD2 im Albins-Gegengambit. Und aus schwarzer Sicht würde ich hier nicht Springer GE7 ziehen, weil das Endspiel nach Springer B3, Springer F5, E4 scheint mir doch für Weiß sehr angenehm zu sein, sondern wenn, dann Läufer E6 oder Läufer G4, H3, Läufer schlicht F3. Aber in beiden Fällen steht Weiß halt besser.